Is it on? I don't know. There goes! It was right where he said it was! And to think, we tracked it your little Drake ship here to kill you! No! Guys, I do know my way around an 890, and since your hideout's a derelict origin super yacht, I may as well take advantage, so... Come on, Jax! Stay for a treat! It's kind of you, really. It is kind, but I've got to get back to Stanton, no, so, but so love I'll just say you. Bye-bye. We'd love to have you for dinner. What did I say? Ja, da ist wohl der gute alte Jax in die Hände der Ninetales-Piraten gekommen, aber sie haben ihn wiedererkannt und ihn sofort wieder quasi gehen lassen und nun ist er weiter auf dem Weg nach Stanton. Er hat's schon nicht so leicht. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen zum zweiten Tag der Intergalactic Aerospace Expo, heute mit niemand geringerem als dem luxuriösesten Luxushersteller von allen, nämlich Ursprung Sprungwerke. Genau, also Origin Jumpworks auf Englisch quasi. Wir haben heute wieder einige sehr schöne Sachen. Wir haben ein wunderbares Warbond-Upgrade und wir reden noch über die Dinge, die wir so finden können. Auch zwei neue Skins gibt es und dann gehen wir nochmal ganz kurz auf die Messe und schauen, was sich da so alles verbirgt. Wir fangen mal an mit den Schiffen, die wir jetzt hier im Angebot haben, die ihr kaufen könnt. Da haben wir einmal die 100er Reihe. Das ist eine Einsteigerreihe, das heißt, es sind Einstiegsschiffe, die so auf dem Level von Aurora ungefähr unterwegs sind. Die 100i, die 125a, die 135c, das sind quasi diese, ja, dieses Dreiergespann, quasi das Standardschiff, das Kampfschiff in Anführungsstrichen und der Frachter. Wir schauen gleich mal im Spiel nochmal nach, was hier die Unterschiede jeweils sind, aber im Grunde genommen ist es fast egal, denn sie ähneln sich in fast allen Belangen. Das ist auch eigentlich normal, denn es sind ja Einstiegsschiffe. So, dann haben wir die etwas größeren Schwestern dieser Varianten, nämlich die 300i, die 315p, die 325a und die 350r. Das ist der Racer, ansonsten hier auch wieder Kampfversion, Fracht- und Exploration-Version, mehr oder weniger, und die Standardausführung. Wie gesagt, die sind halt ein Ticken größer, ein bisschen luxuriöser, haben mehr Fähigkeiten. Mein persönlicher Tipp, schaut euch mal hier den Preisunterschied an. $50 für die 100i und $60 für die 300i. Also meine persönliche Meinung hier ist, ignoriert die 100er Reihe. Die ist zwar ganz schick, aber ganz ehrlich, lasst sie einfach links liegen. Den 10er mehr habt ihr auch noch, wenn ihr euch schon sowas kaufen wollt. Und dann würde ich gleich hier auf die größere Version gehen. Gerade die Explorer ist sehr interessant, reden wir auch gleich nochmal drüber auf der Messe. Die hat nämlich einen Traktorstrahl hier vorne und ein bisschen mehr Frachtraum und hat es eigentlich schon, was Starterschiff angeht, im zivilen Bereich auf jeden Fall in sich. So, dann haben wir hier die 400i, das ist quasi eine Art Constellation-Variante von Origin. Reden wir auch gleich nochmal drüber, gehen wir auch mal kurz durch. Das Schiff durch ist eine Art Luxusjacht für eine kleine Crew. Das ist im Grunde genommen so ein Gutwetterschiff. Ja? Nicht allzu stark im Kampf, sogar relativ schwach. Wir haben hinten zwei Geschütze, die aber nicht viel bringen, weil du willst ja eigentlich nach vorne schießen. Und wir haben hier vorne so einen schönen Slot für ein Bike, für das Hoverbike, die X1, kommen wir gleich nochmal zu. Und ja, es ist so eine Art Kreuzfahrt ist falsche Wort, es ist halt eine Yacht, ne, für eine reiche Familie vielleicht, die irgendwas Schönes plant. Dann haben wir die 600i Explorer und wir haben die Touring. Diese beiden Schiffe sind hochinteressant, denn sie bekommen bald ein Rework. Schaut da gerne mal in den Stream rein. Wir haben die Schiffe gespawnt im Spiel und haben direkt verglichen mit den neuesten Infos zum Rework. Ich pinne euch auch im angepinnten Kommentar nochmal das News-Video zum Rework an. Schaut da unbedingt rein. Das ist sehr, 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 sehr spannend. Aber das hier einfach einen Rahmen sprengen. Kurzum, die Exploration-Version hier, die bekommt ein Upgrade, dass sie im Grunde genommen wie eine etwas kleinere Carrack funktionieren soll. Und die Touring wird nochmal deutlich mehr in Richtung, ja, von so einer Art Mini-890-Jump gebracht. Also viel luxuriöser, viel mehr Platz für die Crew und viel mehr Platz vor allem auch für die Passagiere, die man auf die Reisen mitnimmt. Dann haben wir die 85X, ein kleines Shuttle-Schiff quasi. Ist auch kostenlos dabei bei der 890 Jump, die hier rechts sich versteckt. Ist für zwei Personen gedacht, kann eigentlich nicht wirklich viel, aber ist einfach nice to have. 890 Jump, das ist der ganz große, ja, die große AIDA. Auch da würde ich euch bitten, nochmal in den Stream reinzugucken, wenn er online ist, denn
Wir haben generell von allen Schiffen so eine Schiffstour gemacht und ich habe hier sehr, sehr viel erzählt. Würde jetzt hier auch einen Rahmen sprengen. Das Schiff alleine würde ungefähr eine Dreiviertelstunde dauern, es komplett zu durchqueren und zu erklären, wo da der Sinn von besteht. Deswegen verweise ich hier mal auf den Stream, schaut einfach rein. Ihr könnt da hinspulen zu der Stelle, ihr seht es ja im Video dann auf YouTube. Und ja, das ist halt einfach ein Wahnsinnsteil. Hier nochmal der Hinweis, das ist limitiert. Das heißt, ihr habt jetzt noch eine Möglichkeit, wenn das Video hier rauskommt, um 8 Uhr morgens kommt das ja. Das heißt, ihr habt dann um 9 Uhr nochmal eine Chance, das Schiff zu kaufen. Dann ist es vorbei. Die Wellen sind ja, wie ihr wisst, 17 Uhr, 1 Uhr morgens und 9 Uhr morgens. Ne? Das ist ja generell bei diesen Schiffen so. Heute übrigens ist dann Aegis Dynamics dran. Das nur als Info für alle, die das interessiert. Die Idris und die Javelin sind beide kaufbar. Ebenfalls 17 Uhr, 1 Uhr und 9 Uhr morgens. Wir gucken uns das dann gemeinsam heute im Stream an. Um 16 Uhr geht es dann wieder los. Heute haben wir ein Aegis-typisches Giveaway. Ich weiß noch nicht genau, was es wird. Wahrscheinlich wird es in Richtung Vanguard gehen. Vielleicht wird es auch eine Vulcan, dieses Reparatur- und Auftankschiff, dieses Supportschiff quasi. Vielleicht wird es auch eine Saber. Gucken wir mal. Vielleicht hat auch noch Aegis noch irgendwas Cooles im Petto. Schauen wir uns dann gemeinsam an. Wie gesagt, 16 Uhr dann einfach im Stream geht es dann da los. So, der G12 ist ein Rover, von dem gibt es noch die A-Variante und die R-Variante. Die R ist die Racing-Version und die A hat die oben Raketen drauf. Ist quasi wie der Ursa Rover, nur halt von Origin ein bisschen luxuriöser gemacht für 2 Personen mit ein bisschen Frachtraum, wie ihr hier seht. Und der normale hat hier oben so eine Laser, so ein Lasergeschütz oben drauf. Ne? Kostet auch das gleiche, glaube ich, wie der Ursa Rover oder ein bisschen minimal mehr. Ist aber ziemlich nice. Schon lange in Produktion, warten schon ewig darauf und hier kommt die einfach nicht aus dem Arsch. Aber so ist es halt manchmal. Hat einfach keine Priorität. So, dann haben wir auch die M50, ein Racing-Schiff und Interceptor-Schiff. Also im Prinzip auch durchaus im Dogfight zu gebrauchen. Hält aber fast nichts aus. Und dann haben wir hier die schon besagte X1. Da haben wir die normale X1 Base. Wir haben die X1 Kraft. Und die X1 Geschwindigkeit. Also 3 Varianten von der X1. Das ist ein Hoverbike. Wie eine Dragonfly oder eher wie eine Nox eigentlich. Ein sehr elegantes Design. Warten wir auch schon ewig drauf. Aber das ist wohl in Produktion und soll nächstes Jahr kommen. Denn es passt ja zur 400i. Mal gucken, ob sie es dann hinbekommen. Würde mich sehr freuen, weil das sieht schon sehr, sehr geil aus. Und ich will mit dem unbedingt mal über die Planetenoberflächen drüber heizen. Dann sind wir wieder vorne. Bei der 100er Reihe. Was ich euch noch zeigen will, ist natürlich das Warbond-Upgrade. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich ziemlich gut. 600i Explorer. Da haben wir eine Warbond-Option und die ist wirklich, wirklich geil. Denn wir haben einen Rabatt von $30 drin, was ziemlich viel ist. Und wir können wieder, wie auch schon bei den anderen vorherigen, ein Upgrade machen von einem 5 Euro günstigeren Schiff. Also ihr könnt es euch für $5 oder €6 einfach speichern und damit wunderbar in die bestehenden anderen Warbonds einbinden. Das sieht dann so hier aus. Ich habe schon mal eingetragen. Wir haben aktuell die Corsair, wir haben die Caterpillar und neu dabei diese 600i Explorer. Und das heißt, nochmal für alle, die Warbonds noch nicht so ganz durchschaut haben, alle Raumschiffe, die jetzt in dem Moment teurer sind als $475, haben bereits jetzt einen Rabatt, einen Gesamtrabatt von $85. Das heißt, ihr könnt im Prinzip hier in die Ship-Upgrades mal reingehen, könnt ihr für euch machen. Geht hier auf alle Schiffe, sortiert man nach Preis und geht runter auf 475. Da sind wir nämlich genau bei der Explorer, also die hier und auch die M2, die Legionnaire, Orion, die Carrack, die Merchantman, die Perseus, die Odyssey, die Hammerhead, die Nautilus und so weiter. Könnt ihr ja durchgucken, all diese Schiffe. Da könnt ihr jetzt hier schon $85 einfach mal flat abziehen. Und das ist gerade mal der zweite Tag vom Anniversary Event 2022. Mal gucken, was noch alles kommt. Als Basisschiff habe ich hier oben jetzt die Drake Cutter mit $5 Rabatt. Nur wegen LTI-Basis. Und das ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich nice. Muss man sagen. Mal sehen, was noch hinzukommt. Bin sehr, sehr gespannt. Und das Geile ist halt, bisher lassen sich alle kombinieren und alle sind gerade mal für einen Fünfer kaufbar. Deswegen nochmal der Tipp, kauft's euch, legt's euch in den Hangar, aber natürlich nur dann, wenn ihr sagt, yo, ich will hier auf eine Polaris gehen oder ich will auf eine Hammerhead oder was auch immer gehen. Ne? Das müsst ihr euch halt vorher überlegen, wo wollt ihr hin, welches Schiff soll es sein? Eine Carrack zum Beispiel, Odyssey, whatever. Und dann baut ihr Stück für Stück eure Warbond-Ketten hier entsprechend zusammen. Wir werden diese Tabelle gemeinsam im Stream noch weiter ausfüllen, bis wir durch sind. Und dann schauen wir mal, was hier am Ende rauskommt. Ich rechne aktuell mit insgesamt einem Maximalrabatt von 40-50%. Das sieht schon ziemlich, ziemlich gut aus. Ihr müsst ja bedenken, jedes Warbond-Upgrade, was jetzt hier oder hier reinkommt, in diese Zeilen quasi,
erhöht ja den Gesamtrabatt hier und erhöht demzufolge auch den prozentualen Rabatt auf die jeweiligen Schiffe. Deswegen 40-50% ist durchaus sehr realistisch, meiner Ansicht nach. Aber das sehen wir dann noch. Was wir ebenfalls noch haben, sind Skins. Die habe ich euch auch mal groß gemacht. Wir haben nämlich hier für die Origin 600i zwei neue Skins. Einmal diesen hier. Das ist der, habe ich vergessen, wie heißt der? Der hier ist Sterling. So ein bisschen, ja, metallic-schwarz, metallic-grau, Silber. Und wir haben den Kaltschmiede-Skin, ich mach mal kurz auf hier auf Englisch, der heißt Cold Forge Paint. Das ist dann dieser rot-schwarze, sieht sehr piraterisch aus, wie ich finde, gefällt mir richtig gut. Hat die Frage, ob man, naja, eine 600i so piraterisch aussehen lassen will. Nett hierbei ist, der ist so ein bisschen matt-schwarz. Ne, der glänzt hier sehr und der ist wesentlich matter, das gefällt mir immer gut, ich mag matt extrem gerne. So, ansonsten, ja, hier diese Packages, ja, könnt ihr euch ja selber angucken. Ich glaube, die jucken sich jetzt die wenigsten drum, hier für 18.000 oder 48.000 Euro. Ja, ist ansonsten heute nicht allzu viel gewesen bei Origin, relativ mau, auch kein neues Schiff oder ähnliches. Aber gut, es ist halt auch Origin, da war jetzt schon lange nichts Neues mehr dabei. Sie müssen da mal zu Potter kommen, dass sie den X1 oder die X1 bauen und auch natürlich den Rover. Ich hoffe, das kommt in den nächsten Tagen mal zustande. So, viel dazu erstmal. Jetzt gehen wir ins Spiel und reden mal kurz über die coolen Raumschiffe dieses Luxusherstellers. So, Freunde, willkommen auf dem heutigen Messegelände. Wir fahren heute in die Zenithalle. Ganz wichtig, in der Apex-Halle ist noch Drake am Start. Also, wer noch Drake sich angucken will, bis 17 Uhr heute geht das noch. Ansonsten, Zenit stellt heute Origin aus. Und ja, wir machen es heute hier mal ein bisschen kürzer als gestern, aber doch trotzdem hoffentlich noch auf den Punkt möglichst. Ihr habt auch hier wieder so ein Getränk gestanden, ne, wenn ihr euch verköstigen wollt. Ich bin heute mal ganz adäquat gekleidet in der Prisoner-Uniform, die hinten keinen Rucksack hat, wo also der Sauerstoff einfach raus fluppt, aber egal. Was haben wir heute? Ja, er wundert sich auch schon, wo sind die neuen Schiffe? Tja, nun, die sind irgendwie nicht da. Naja, wir haben hier die 600i stehen, die 890 Jump und die 100er-Reihe. Wir haben rechts die 300er Reihe stehen und die 400i und unten haben wir noch die 85X und den M50 sowie den G12A und die X1 Base ausgestellt. Gehen wir mal durch. Wie gesagt, die Schiffstouren bitte mal in den Stream reingucken, das würde wirklich einen Rahmen sprengen. Das ist einfach ein bisschen too much. Ich mache auch mal die Musik ein bisschen leiser, die ist wirklich ultra laut. Und kleiner Hinweis, falls es hier irgendwer von CRG sieht, kleiner Tipp von mir. Ihr habt hier eine Musikspur, ja, legt doch die Musik auf die Musikspur. Nur so eine verrückte Idee von mir. Okay, 890 Jump, das größte Schiff aktuell im Spiel, was man sich überhaupt noch kaufen kann. Ein Wahnsinnsbrocken. Ja, wir machen im Stream eine ganze Schiffstour, komplett durch alle Räume, mit allem drum und dran. Könnt ihr euch ausleihen hier für null, ne, und einfach mal austesten. Macht das auf jeden Fall. Das ist es definitiv wert. Daneben haben wir die kleinere Version, die 600i. Wie gesagt, da redet man im Stream über das Rework mal komplett. Würde ja auch den Rahmen sprengen, da haben wir hier ein 2-Stunden-, 3-Stunden langes Video. Ein wunderbares Multicrew-Schiff oder beide Multicrew-Schiffe eigentlich. Die 600er-Reihe geht so in Richtung der Carrack, ist aber eine Ecke kleiner. Und die 890 Jump ist halt wirklich ein Capital-Schiff. Also da haben wir tatsächlich, ich gehe mal ein bisschen raus hier mit der Kamera, da haben wir tatsächlich halt wirklich die größte Schiffsklasse eigentlich. Das ist schon Idris-Niveau. Also sie könnten ja auch ein Idris reinstellen. Würde genauso eigentlich aussehen. Ist immer wieder beeindruckend. Diese riesigen, fetten Oschis. Bei der 600er-Reihe gibt es, wie gesagt, die Touring und die Explorer. Die Explorer ist halt wie eine Carrack zu sehen, mit einer Medic Bay, die noch reinkommt nach einem Rework, mit einer Armory, mit Exploration, Terminals und vielen anderen Dingen. Und die Touring ist eher wie eine kleine 890 Jump, also quasi eine Art Luxusjacht für mehrere Personen, auch mit Passagieren und so weiter. Luxusreisen, aber halt, wie gesagt, eine Ecke kleiner als die 890 Jump. Und die 890 ist halt dieses große Partyboot wie eine AIDA, ne? Wie so ein Kreuzfahrtschiff zu sehen. Das ist auch der Einsatzzweck. Also man sucht bei Origin eigentlich immer reiche NPCs oder reiche Spieler, die hohe Preise für sehr luxuriöse und exklusive Reisen buchen möchten. Und irgendwann kommt dann dieses Luxus-Gameplay, das ist ein eigener Gameplay-Zweig, auch mal ins Spiel rein. Das heißt, alle, die eine Drake haben oder eine Freelancer oder sowas, die werden da Pech haben, die können daran gar nicht teilnehmen. Denn da steigen die reichen Leute halt nicht ein. Die wollen richtig Origin oder andere sehr luxuriöse Schiffe haben. So,
kurz mal zur 100er Reihe. Wir haben hier die 125A stehen, die Kampfversion. Innen drin sind die alle genau gleich. Also wir haben immer bei allen drei Schiffen hier so eine sehr hässliche Britsche. Das ist das Bett zum Außenlocken. Und wir haben einen kleinen Pilotensitz. Und wir haben hier so einen kleinen SCU-Raum für zwei Kisten. Halt, das war das Falsche. Unten muss ich aufmachen. Ja, Komponenten haben wir auch noch. Ne? Da passen zwei Kisten rein, genau zwei SCU. Ansonsten ist hier nichts. Ne? Es ist wirklich ein ganz kleines Einsteigerschiff. Deswegen sage ich auch immer, nehmt euch gleich die 300er Reihe. Seid ihr wirklich glücklicher mit? Ganz ehrliche Meinung von mir. Wir haben hier ein paar mehr Raketen. Aber im Grunde genommen ist es ja das gleiche Schiff wie die anderen beiden. Ne? Hat ein kleines bisschen mehr Feuerkraft, minimal. Die 135C ist trotzdem ganz interessant zum Beispiel. Das ist die Frachtversion und die hat eine Besonderheit. Die hat auch diese zwei SCU, die wir hier drin haben, ne, in diesem Raum. Aber die hat außerdem noch hier die Möglichkeit, vier weitere SCU zu transportieren. Das heißt, wir kommen also auf 6 SCU und das ist schon gar nicht mal so schlecht. Das ist schon fast auf dem Avenger-Niveau. Aber sie kostet ja auch so viel wie eine Avenger. Also das kann man auch gleich eine Avenger nehmen. Ihr seht schon die Problematik dabei. Man könnte auch einfach eine 300 ihn nehmen. Die kostet auch etwa das gleiche. Ist die Frage, ob sich... Ich stelle das, seit es die Schiffe gibt übrigens, in Frage. Ich finde die generell zu teuer. Die 100er-Reihe ist meine private Meinung. Kann jeder gerne anders sehen. Ich stelle den Sinn dieser Schiffsreihe generell in Frage. Die wurde irgendwie so reingedrückt damals, naja. Egal, die 100i, der günstigste Einstieg bei Origin, ist halt ganz klassisch, ne? Im Prinzip das gleiche wie die 125a, auch zwei SCU, gleicher Innenraum, kein Frachtraum hinten. Ja, nun, ihr könnt ja eure Meinung mal in die Kommentare dazu schreiben. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Wie gesagt, wenn es nach mir persönlich ginge, ich bräuchte die Schiffe nicht, mir würde die 300er-Reihe vollkommen reichen. Oder sie hätten die 100er-Reihe bedeutend günstiger machen müssen. 10, 20 Euro Preis runter. Dann würde ich sagen, okay, macht irgendwie Sinn. Oder 10, 15 Euro wenigstens. Aber so, wie sie aktuell eingepreist sind, finde ich die fast... Ja, ich will nicht böse sein, aber fast finde ich sie ein bisschen überflüssig. Gut, gehen wir mal eins weiter zu den viel, viel interessanteren Schiffen von Origin. Übrigens, apropos Origin, ich bin generell kein allzu großer Origin-Fan. Ich mag die 600, ich mag die 890 Jump, finde ich cool, die Schiffe. Die 400i ist auch ganz nett. Die 300er-Reihe geht auch, aber so richtig überzeugen tut es mich persönlich nicht. Das ist aber auch echt super Geschmackssache. Genau, die 300er-Reihe, die ist schon wesentlich, wesentlich spannender. Was haben wir da? Wir haben hier erstmal die Racing-Version. Da haben wir vorne eine große Knarre dran, Size 3. Und nochmal Size 3 an den Flügeln jeweils. Also quasi dreimal Size 3. Das ist schon ziemlich nett, muss man sagen. Kann man runtergimbeln auf Size 2. Ist also quasi genau gleich bewaffnet wie eine Gladius. Und das ist schon gar nicht mal so übel. Betrifft auch alle 300er Raumschiffe, bis auf ein paar Besonderheiten. Darauf komme ich aber gleich nochmal. Wir haben einen Frachtraum, ebenfalls bei allen. Und zwar unterschiedlicher Größe. Und sagen wir einmal hier so einen kleinen Frachtraum, da passen 4 SCU drauf. Das heißt, der Racer hat immerhin 4 SCU, die er tragen kann. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ne? Zwei Kisten nebeneinander, nochmal zwei oben drauf. Das geht schon klar. Und wir haben einen Innenraum bei allen Schiffen. Und der ist auch jeweils ein bisschen anders. Ich zeige es euch mal eben. Der Racer hat den kleinsten Innenraum, denn der hat oben drauf so ein paar extra Triebwerke, die ihr hier vielleicht auch sehen könnt. Wobei, Triebwerke sind das gar nicht. Das ist, glaube ich, ein Treibstofftank. Die Außenansicht geht, glaube ich, gerade nicht. Nee, die ist kaputt. Egal. Also, wir haben den Pilotensitz erstmal. Das ist klar. Der ist auch sehr nett gemacht. Ist ein bisschen was Besonderes, gewissermaßen. Und wir haben so ein aufgebocktes Bett hier. Sieht aus wie so ein Altar, so ein bisschen, zum Auslocken. Und wir haben bei allen Varianten hier ein Klöchen ohne Dusche. Ja, also, für die Notdurft ist also auch gesorgt unterwegs. Jetzt ist er wieder zugegangen. Open Door. Jetzt zeige ich nochmal ganz kurz diesen Unterschied quasi. Das ist nämlich wichtig. Genau, da oben sieht man es. Da ist doch ein Triebwerk, ne? Ist das ein bisschen obendrauf was gebaut? Das haben die anderen nicht. Das seht ihr gleich. Oder seht ihr jetzt schon. Da ist hinten einfach ein extra Tank nochmal eingebaut. Und ich glaube auch noch ein bisschen extra Triebwerk. Also irgendwas ist auf jeden Fall beim Triebwerk auch verändert worden. Wobei man das hier gar nicht so richtig sehen kann. Denn die hat auch ein bisschen mehr Power. Also die fliegt nochmal eine Ecke schneller. Dann haben wir hier die 325A, das ist die Kampfversion und die ist ein bisschen anders, denn die hat hier vorne einen Size 4 Slot. Das ist schon ganz nett, die Flügel sind trotzdem beide Size 3
Und sie hat ebenfalls hier hinten den kleinen Frachtraum. Was sie aber anders macht als die andere 350R, ist, dass sie einen größeren Innenraum hat und der ist jetzt auch gleich mit den anderen Varianten. Also bei der 300i, 315p und 325a ist jeweils dieser Innenraum so hier gebaut. Also Klo und Pilotensitz ist klar. Und dann haben wir eben hier so ein bisschen mehr Platz hinten. Ne, wir haben hier ein Bettchen, wir haben hier so ein bisschen ja, Küchenbereich, wo man auch mal ein paar Gerätschaften, eine Mikrowelle, Kaffeemaschine und so da draufstellen kann. Und einen kleinen Schrank mit ein paar, hier mit so einem Waffenrack und so ein bisschen Kleinkram. Und ein schönes Panoramadach, wo man rausschauen kann. Eigentlich ganz nett gemacht. Ich mag diese 300er-Reihe, ich finde die eigentlich ganz praktisch. Und wie gesagt, auch preis-leistungstechnisch ist die absolut top. Also da kann man echt nicht meckern. Die 325A ist ja um einiges günstiger als die Gladius. Die ist auch ein bisschen schwächer im Dogfight, aber nicht so viel schwächer. Also wer ein gutes Kampfschiff haben will und gleichzeitig nicht verzichten will auf ein Bett und auf ein bisschen Komfort, der ist hier mit der 325A wirklich sehr, 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 sehr gut bedient. Das Einzige ist, sie ist ein bisschen träger. Also träger als eine Gladius. Aber es ist eben auch kein klassischer Dogfighter. Sie hat viele Raketen im Verhältnis zu ihrer Größe. Also sie ist fast schon ein kleines Raketenboot und kann sich da auf jeden Fall behaupten im Kampf, würde ich sagen. So, zu den Brocken hier rechts kommen wir gleich. Ich mache noch kurz die 300er-Reihe fertig. Nehmen wir mal die 300i, die Standardversion, die günstigste. Die hat den gleichen Innenraum, den wir gerade schon gesehen haben. Aber ein Unterschied hat sie dann doch. Erstmal hat sie hier ebenfalls drei Size 3 Slots, an den, also waffentechnisch. Und sie hat den mittleren Frachtraum. Das heißt, sie hat quasi nicht den kleinen, ich kriege ihn gar nicht auf hier, sie hat hier diesen mittleren. Und da passen insgesamt 8 SCU rein. Das ist schon auch nicht schlecht, muss man sagen. Das ist also komplett auf dem Niveau von Avenger Titan, aber eben ein bisschen luxuriöser. Ja, also kann man sich wirklich überlegen, das Ding sich zu holen. Und wir haben die 315P, die hat beide Frachträume. Also den großen, hier ist er jetzt mal ausgefahren, ne? Also der fährt auch da aus. Weiß man nicht, wo der Button ist. Und sie hat noch diesen kleinen hier, den ihr auch schon seht. Und kommt daher also mit 8 plus 4 auf insgesamt 12 SCU und hat damit in der Größenklasse mit den größten Frachtraum. Ne? Das ist quasi ein richtiger Frachter fast schon von diesem, in diesem Segment. Und sie hat hier vorne einen Traktorstrahl. Keinen Waffenslot, der geht auch nicht zu wechseln. Sie hat das normale Size 3 Waffen unter Flügeln, aber hier vorne eben diesen Traktorstrahl, der ihr später mal helfen soll beim Looten von irgendwelchen Dingen und so weiter und so fort. Sie ist als Expedition, als Pathfinder gekennzeichnet, also ist eigentlich zum Erkunden gedacht, eher zivil, nicht für einen Dogfight wirklich gut geeignet, hat auch kaum Raketen. Aber ja, diese normalen, ne, die ihr hier seht, diese kleinen, aber das ist auch nicht schlimm, die sind alle nicht wirklich zum Kampf geeignet, bis auf die 325A. So, Innenraum ist wie gesagt genau gleich. Also ich finde diese Schiffe hier wirklich toll. Und wer da Bock drauf hat, der möge sich das holen oder ein Upgrade machen von so einer Aurora vielleicht auf der 300er. Bin ich der Ansicht, lohnt sich auf jeden Fall. Außer man hat schon die Drake Cutter. Die Drake Cutter ist nochmal eine Ecke besser, insgesamt würde ich sagen. Wobei, die 315P ist durchaus ein sehr netter Konkurrent, wenn auch eine Ecke teurer. So, und dann haben wir noch die 400i, da können wir mal ganz kurz durchgehen, aber wirklich nur auf die Schnelle sozusagen. Wir haben erstmal hier vorne zwei Möglichkeiten. Rechts ist, was schon offen ist, diese Eintrittsrampe und links ist dieser Slot, von dem ich vorhin gerade erzählt habe. Die hat also einen eigenen Fahrstuhl für die X1 und die passt da auch rein, übrigens auch eine Nox passt da rein. Das heißt, ihr könnt hier euer Bike immer mit euch führen und es stört nicht, weil es nimmt keinen Frachtraum weg. Der Frachtraum ist nämlich hinten dran, der ist auch schon runtergefahren, da könnt auch im Fahrzeug drauf, ein Rover zum Beispiel müsste reinpassen oder ein Cyclone und dann könnt ihr es wieder hochfahren, euer Bike und jederzeit, wenn es braucht, einfach mitnehmen. Das ist eine super, super Sache, extrem nett gemacht und gibt halt diesem Schiff so ein bisschen diesen besonderen Flair. So, gehen wir mal durch den Frachtraum rein, hier passt ein kleines Fahrzeug drauf oder eben Fracht, mal hoch und da haben wir, wie ihr seht, auch die Escape Pods, 4 Stück insgesamt, denn die Crew ist hier auf 4 Personen begrenzt. Also quasi Max Crew 4. Kann sich also hier beim Notfall jemand raussprengen aus der 400i und sich in Sicherheit bringen, wenn man das braucht. Geht natürlich noch nicht, ne? Ist klar. Was wir ebenfalls haben, wir können hier. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Muss das hier nicht aufgehen? Cargo Bay Engineering geht nicht auf. Oh nein, das ist verbuggt. Dann werden wir nochmal ganz kurz hier runterfahren. Gehen einfach vorne rein.
Die hat nämlich zwei Decks. Die ist eigentlich ganz nett. So, ist es kein Einsteigerschiff, ne? Es ist jetzt schon eher so ein Luxus-Yacht-Ding. Wir haben hier erstmal einen Docking-Port, wo also dann auch Ship-to-Ship-Docking möglich ist, wie ihr seht. Ne? Und hier vorne kann man dann die X1 sehen. Davor ist der Gravitationsgenerator, dieses Teil. Und da wird dann theoretisch unser Hoverbike drinne stehen. Dann haben wir hier so ein paar Schränke für EVA. Ne? Also da kann, die gehen gerade nicht. Da kann man dann sich schnell anziehen. Und dann geht es hier ins Schiff rein. Da haben wir links und rechts jeweils die Komponentenbereiche. Ist fraglich wegen Platzverschwendung und so, aber ist halt so gebaut. Da kommt es auf jeden Fall an alles ran. Schildgenerator, Quantum Drive, Jump Drive und so weiter und so fort. Und da ist die Tür zum Frachtraum, die irgendwie kaputt ist. Weiß nicht warum, aber sie ist kaputt. Dann haben wir einen Aufzug oder eine Treppe. Jetzt mal hier, Treppe sag ich schon, Leiter. Nehme ich jetzt mal, um in die obere Etage reinzukommen. Und dort finden wir es so eine Brücke. Für drei Personen, ne? Pilot und dann die Co-Piloten, beziehungsweise auch die Remote-Geschütztürme, sehen wir gleich. Da haben wir hier ein Badezimmer mit einer schönen Regenwald-Dusche und einem Schränkchen und einem Klo. Ja, alles ganz schickimicki hier gemacht, muss man sagen. Ein sehr nettes Klöchen. Sehr, sehr hübsch. So, also Annehmlichkeiten gibt's auch. Wir haben ein Captains-Quartier und dann haben wir das Kinderzimmer sozusagen oder ja, für die anderen beiden. Ne? Zwei Betten in einem Raum hier in dem Fall, Schränkchen und hier unten noch ein kleiner Storage, wo man mal in Büchern reinlegen kann oder irgendwas anderes. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, die Captains Kajüte, ein Bett, ein Schreibtisch und ein Schrank. Relativ klassisch, aber doch sehr luxuriös und vor allem Fenster. Wir haben hier überall Fenster. Das ist wirklich nett. Auch hier vorne alles schön verglast. Also eine richtige Luxus, kleine Luxusjacht für eine kleine Crew. Hier eine Essecke. Dann eben hier so eine Küche mit Marmor und Gold und allem drum und dran. Und eine Sternkarte für alles, was mit Exploration zu tun hat. Das heißt, hier kann man so ein paar ja, Daten eintragen und einen Kurs berechnen und solche Geschichten machen. Und wir haben eben auch zwei Geschütztürme. Einer hier oben und einer ist direkt hier drunter. Die sind parallel gesteuert. Die werden dann entsprechend von den beiden Co-Piloten benutzt. So, runter können wir mit dem Fahrstürmer fahren. Der ist auch sehr schnell. Und mehr ist eigentlich nicht zum Schiff zu sagen. Also es ist halt wirklich eine Yacht, wenn man auf einen Ausflug geht, sich mal einen Urlaub gönnt oder so. Ich weiß, das ist alles so ein bisschen dahergesagt, das ist alles so ein bisschen in Richtung Roleplay, ist mir schon bewusst. Aber ich muss sagen, ich mag sowas. Ich finde, sowas muss es auch geben im Spiel. Nicht jedes Schiff ist immer nur für Kampf und für Fracht und so weiter gedacht. Ich finde es durchaus cool, dass Star Citizen eben gerade auch dieses Roleplay fördert und auch Schiffe bringt, die jetzt nicht zwingend irgendein hartes Gameplay haben, sondern eher so ein softes Gameplay. Ne? Oh, ich habe irgendwie eine coole Route bekommen, so eine Art Reise- und Erkundungsroute. Da nehme ich mir jetzt mal meine Origin 4&E und schaue mir das mal an. Mit meiner besten Freundin oder mit wem auch immer. Ne? Und dann kann man da ein bisschen auf die Tour gehen und fühlt sich wohl im Schiff, hat ein Klo, kann sich was zu essen machen. Dort ist doch nett. Ich finde sowas nett. Aber müsst ihr selber wissen, ist ja immer eure Sache. Geht ja auch mit vielen anderen Schiffen noch. Wir gehen jetzt noch runter in den Keller und da gibt es noch ein paar nette Nettigkeiten zu sehen. Nämlich zwei Holos und noch zwei weitere ja, Vehikel. Zum einen haben wir hier rechts die M50 stehen, wie gesagt der Racer, der sehr, sehr nett ist. Einfach mal ausleihen und mal austesten, ist nicht viel dazu. Es ist halt einfach mega, mega schnell, mega wendig. Eines der wendigsten Schiffe im Spiel und lohnt sich definitiv mal, damit ein bisschen in den Dogfight zu gehen. Oh, was macht er denn hier? Der Arme. Der Arme, der hat sich wohl erschrocken, dass hier noch kein neues Schiff von Origin rausgekommen ist. So, dann haben wir die 85X. Das ist, wie gesagt, kostenlos mit dabei bei der 890 Jump. Und ist halt so ein Zweisitzer. Machen wir euch mal auf. Das ist einfach da. Open Pilot Canopy. Und da seht ihr schon, da geht das hier oben so ein bisschen auf. Und da haben wir zwei Sitze. Ein Pilot und ein Co-Pilot. Wobei der Co-Pilot ist nur ein Beifahrer eigentlich. Man sieht es kaum. Der hat kein richtiges Interface. Der fliegt quasi nur mit. Ist quasi wie so ein Shuttle. Ist aber auch wirklich ein sehr hübsches Schiff. Sehr, sehr hübsches Schiff, muss ich sagen. Mir gefällt es richtig gut. Gerade so von hinten, von der Perspektive, wenn man so fliegt. Das macht schon Spaß. Und fliegt sich unglaublich gut. Also auch mal unbedingt ausleihen, ausprobieren, ein bisschen Spaß haben damit. Kann man auch mit kämpfen, wobei es kein Kampfschiff ist. Ne? Es ist eher wie die Pisces, nur ohne Frachtraum. Ja, so kann man es eigentlich gut bezeichnen, die Pisces ohne Frachtraum. So, dann haben wir hier die Rover stehen.
die AAs in dem Fall mit den Raketen, auf die wir schon lange, lange warten. Auch die Holos sind nicht neu, es sind ganz, 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 ganz alte Holos. Ihr seht es auch hier, das ist nicht mal irgendwie angefasst worden in den letzten Jahren von CRG. Das ist quasi alles noch Standard. Whitebox, wenn überhaupt, 3D-Model, das was man sich auch ausdrucken kann mit einem 3D-Drucker. Schade, dass es da nicht vorangeht. Wirklich, wirklich schade. Und dann haben wir hier die X1 Base, wo ich der Meinung bin, dass auch das Model nicht wirklich abgedatet wurde. Aber zumindest wurde ja gesagt, dass man daran arbeitet und das Schiff, oder das Schiff ist nicht, das Hoverbike nächstes Jahr kommen soll. Bin gespannt drauf. Man fliegt quasi in diese Richtung, wir haben vorne so eine Waffe dran, also da geht's lang. Und dann sitzt man da so, ja, so drin mit dem Kopf nach vorne. Wird auf jeden Fall geil werden. Also da freue ich mich sehr drauf. Das ist ein richtig schnieges Hoverbike und könnte eventuell sogar meine Dragonfly ersetzen. Wobei, ich muss ja sagen, ich bin großer Fan der Dragonfly, denn da kannst du noch einen Kumpel mitnehmen. Hinten drauf und der kann auch schießen später. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Aber so als Sportvehikel vielleicht, so ein kleines Sportracing, mal gucken. Man hat ja auch immer so ein bisschen GTA-Roleplay vielleicht vor Augen, wenn man Star Citizen spielt oder sich vorstellt, wie Star Citizen mal irgendwann werden wird. Und insofern schadet es ja nicht, die ganzen Vehikel zu haben. Man muss sie auch nicht mit Echtgeld kaufen. Ne? Man kann die auch sich im Spiel einfach erspielen. Geht ja fix. So ein Hoverbike kostet nicht viel. Das hast du in einer Stunde hast du es gekauft. Aktuell jedenfalls. Und da muss man sich auch keine großen Sorgen machen. Insofern einfach mal ausprobieren. Kommt auf die Messe, schaut euch an, checkt das aus, habt Spaß. Dafür ist es da. Und auf jeden Fall die dicke Elden Jump ausprobieren und auf jeden Fall in den Stream mal reinschauen. Der müsste heute Abend mal online gehen und dann habt ihr da die ganzen Schiffs schon. Wir haben alle Schiffe nochmal gereviewt quasi, also nochmal durchgelaufen. Ich habe nochmal erklärt, wie die Sachen zusammenhängen, was es für Schiffe sind, was man damit macht. Wir sind durch die Räume gelaufen, alles komplett. Also zieht euch gerne mal rein. Heute Abend dann im Stream und kommt dann, wie gesagt, 16 Uhr gerne in den neuen Stream. Heute ist nämlich ein sehr, sehr großer, wahrscheinlich der größte militärische Hersteller, der Wahnsinnsvehikel hat, von der Hammerhead über die Idris bis zur Javelin und alles quasi, was man sich forschen kann, im militärischen Bereich abdeckt, nämlich Aegis Dynamics oder Aegis, wie einige das gerne sagen. Wird auf jeden Fall spannend. Ich bin auch mal sehr gespannt, ob es ein neues Schiff geben wird von Aegis oder von Aegis. Schauen wir es mal an. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis nachher im Stream. With 65 degrees, last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. Almost wished I would rain.